Der Turm der Magi hat mich als Botschafterin entsandt, Kommandantin. Neben meiner diplomatischen Funktion bin ich außerdem eine fähige Verzauberin und Runenschmiedin. Benötigt ihr vielleicht etwas? Selbstverständlich. Kann ich euch behilflich sein? Natürlich. Benötigt ihr etwas, Kommandantin? Kann ich euch behilflich sein? Selbstverständlich. Thank you.
Nun denn, kommen wir also zur Sache. Orlais hatte ein Dutzend Wächter zur Wacht geschickt, um auf eure Ankunft zu warten. Nahezu alle sind bei dem Angriff gestorben. Nur Christoph ist noch auf seiner Mission. Die orlesianischen Wächter waren darüber beunruhigt, dass die dunkle Brut nach dem Ende der Verderbnis nicht verschwunden ist. Christoph wurde ausgesandt, um einige Spuren zu verfolgen. Er ist vor 2 Wochen überstürzt aufgebrochen. Wir glauben, er hat sich auf den Weg in die Stadt gemacht, nach Amaranthine. Das hat er. Allerdings nicht mir. Die Wächter beraten sich nur untereinander. Es gibt nicht allzu viele Orte, die Reisende aufsuchen würden. Ich an eurer Stelle würde die Gasthöfe und Tavernen überprüfen. Darüber haben sich schon klügere Männer als ich den Kopf zerbrochen. Einer der Wächter sagte, die Stärke des Erzdämons habe der Horde eine Art Ziel gegeben. Wenn sie sich jetzt ein neues Ziel gesucht hat... Das ist die einzige Angelegenheit von absoluter Dringlichkeit. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen, Kommandantin? Kommandantin? Dies hier ist Sir Garival, der neue Hauptmann der Wache. Ich muss euch über etwas in Kenntnis setzen. Es könnte dringend sein. Nachdem sie hier eingetroffen sind, haben die Orlesianer, die Wächter meine ich, angefangen, Informationen zu sammeln. Die vielversprechendste Spur, die sie gefunden haben, war eine wilde Geschichte, die ein paar Jäger herum erzählt haben. Diese Jäger, Colbert und... haben behauptet, sie hätten einen Eingang in die tiefen Wege entdeckt. Dort soll überall dunkle Brut gewesen sein. Und das war noch bevor diese Kreaturen im gesamten Arltum aufgetaucht sind. Die Wächter wollten gerade jemanden losschicken, um diesen Colbert ausfindig zu machen. Colbert und sein Freund halten sich in der Stadt Amaranthine auf. Vermutlich befinden sie sich unter den Flüchtlingen vor den Toren. Kommandantin? Kommandantin der Wächter, es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Ich bin Herrin Woolsey und ich bin auf Befehl des ersten Wächters aus Weißhaupt hier. Ich soll als Kämmerin des Arltums Amaranthine fungieren. Er war der Meinung, wir könnten den Einheimischen diesen Posten nicht anvertrauen. Einer dieser Einheimischen steht hier vor euch, Herrin Woolsey. Was den Kampf angeht, habe ich vollstes Vertrauen in die Loyalität der Wacht. Aber Gold kann selbst die aufrechteste Seele korrumpieren. Das Altum steht am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, Sir. Der Handel muss wiederbelebt werden. Irgendwo entlang des Pilgerpfades finden gezielte Angriffe auf Handelskarawanen statt. Bedauerlicherweise ist er die einzig verlässliche Handelsroute, um eine Armee mit Nachschub zu versorgen, eine Stadt mit Nahrung zu beliefern und die Zivilisation aufrechtzuerhalten. Kurzfristig gesehen könnte man meinen, es sei nichts weiter als ein finanzieller Verlust. Aber ohne die nötigen Vorräte müssen wir mit Hungersnöten und Anarchie rechnen. In der Stadt Amaranthine gibt es einen Händler namens Mervis, dessen Karawanen in letzter Zeit besonders betroffen waren. Er könnte wissen, wo auf dem Weg die dunkle Brut oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, zuschlägt. Die Bewohner Fereldens sind ein stolzes Volk. Und vor allem sind sie stolz auf euch. Hätte der erste Wächter auch noch ausländische Kämpfer geschickt, hätte dies in der einheimischen Bevölkerung gewaltiges Misstrauen geweckt. Varel wurde vor allem deshalb zum Truchsess ernannt, weil er hier großen Respekt genießt. Wie ihr meint, Kommandantin. Oh. Ja.
Die Kommandantin der Grauen Wächter. Ich fasse es nicht. Vor kurzem wurde in der Wacht ein Dieb aufgegriffen. 4 Wächter waren nötig, um ihn festzunehmen. Einem der Wächter hat er ein schönes Pfeilchen verpasst, das kann ich euch sagen. Sie haben darüber gescherzt, dass er bestimmt einen guten Rekruten abgeben würde. Er ist im Kerker, Sir. Ich habe hier außerdem einige Briefe für euch. Sie sind kurz vor eurer Ankunft hier Ja, natürlich. Sofort. Ich möchte euch nicht beunruhigen, Kommandantin, aber in der Wacht könnte noch immer dunkle Brut sein. Lasst es mich euch erklären. Ihr kennt doch Dworkin, oder? Der Sprengstoff dieses verrückten Zwergs hat die gesamte Festung erbeben lassen. Dadurch sind einige der unteren Keller eingestürzt. Ich nehme an, dass dort unten noch dunkle Brut eingeschlossen ist. Über kurz oder lang könnte sie sich den Weg freigraben. Wir haben Männer, die Trümmer abtragen könnten, wenn ihr es befehlt. Sobald ihr bereit seid, kann ich euch in die Keller führen. Aber natürlich. Ihr seid also ein Magier, hm? Wie ist das so? Was, über diese gewaltige Macht zu verfügen? Nein. War diese lange Reise denn wirklich nötig? Hier ist es so kalt, bitterkalt. Ah, die Kommandantin der Wächter. Darf ich euch Meister Wade vorstellen, den besten und tiefgefrorensten? Ich spüre meine Finger nicht mehr. Den besten Rüstungsschmied Denerims. Ich dachte, wir dachten, ihr hättet vielleicht Bedarf an einem Rüstungsschmied. Der einzige strahlende Moment meines Lebens. Ach. Der Höhepunkt meiner Karriere. Und wo bin ich jetzt? Ich sitze in Gimpels Wacht fest. Vigils Wacht. Vigil. Entschuldigt, Kommandantin. Ihr wisst ja, wie er manchmal ist. Dieser Standortwechsel ist nur vorübergehend. Da die dunkle Brut bei Amaranthine am aktivsten ist, dachten wir, wir könnten euch helfen. Und das Gold, das die Krone uns bezahlt hat, hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, was? Sch,